liebe es im Moment, jeden Tag mit euch über etwas zu reden, so roh, wie ich das immer so mache, am Frühstück, mit euch hier gleich meine Gedanken zu teilen am Morgen. Und es ist so, so wichtig, dass wir verstehen, dass wir von morgens bis abends von unseren Gedanken und Ansichten geführt werden. Und unsere Gedanken und Ansichten, die gehen grundsätzlich in zwei Richtungen. Entweder in die Richtung oder aus zwei Richtungen heraus. Aus mir heraus in zwei Richtungen. So genau, aus mir, dem Portal heraus in zwei Richtungen. Entweder in die Richtung des erfüllten Wunsches oder eben in die Richtung des nicht erfüllten Wunsches. Die Zweifel, die Zweifel, die Zweifel. Die Zweifel, die treiben uns von unserer Manifestation weg. Die Zweifel, die treiben uns genau in eine Richtung, in einen Zustand, in den wir nicht hinein möchten. Und es ist so wichtig, dass wir das erkennen, dass es wirklich nur diese zwei Richtungen gibt. Es gibt nur zwei Richtungen. In einer dualen Welt gibt es immer nur zwei Richtungen. Und ich bin das Portal, ich bin die Tür, jeweils zu jeder Richtung. Und dazu ist es wichtig, welche Tür ich öffne. Öffne ich die Tür zu Zweifel, zu Unmöglichkeiten, zu Ängsten? Oder öffne ich die Tür zu Erfülltheit, zur Fülle, ins Vertrauen, in den erfüllten Wunsch? Und ich bin quasi jeden Moment gefragt, eine Entscheidung zu treffen. Weil unsere Realität, die ist wie ein Diaprojektor. Da kommt ein Bild nach dem anderen. Und ich generiere das Bild. Ich generiere jedes Mal das Bild. Und du kannst dir vorstellen, das geht so schnell. Es ist ja eben wie ein Film. Und diese Bilder, die du kreierst, die sind entweder passend in Richtung Abwesenheit deines Wunsches oder passend in Richtung Anwesenheit deines Wunsches. Ja? Und dein Diaprojektor, deine Kraft, deine Energie, dein Fokus, der sorgt dafür, dass dieses Dia auf die Leinwand deines Lebens projiziert wird. Und es ist so wichtig, dass wir uns das vorstellen können, dass wir zweifelsfrei davon ausgehen, dass jeder Moment ein Dia projiziert. Und wenn ich mir, das Einfachste, das kann sich jeder vorstellen, wenn ich mir vorstelle, ich möchte Reichtum projizieren, ja. Wenn ich dann aber ein Dia nach dem anderen mache, von meinem Bankkonto, von meinen Rechnungen, von meinen weiteren Zweifeln, wo ich mir nicht vorstellen kann, wo das herkommt. Da ist ein Bild, ich kann mir nicht vorstellen, wo das Geld herkommt. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich reich bin. Ich kann mir nicht vorstellen, was Reichtum für mich bedeutet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Reichtum für mich einfach so möglich sein soll und so weiter und so fort. Und dann kommen immer diese Bilder rein. Bilder, 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 Bilder. Und du siehst, deine Bilder entstehen aus deiner Vorstellungskraft. Und deine Vorstellungskraft, die entsteht aus deinen Gedanken. Und deine Gedanken entstehen aus dir, aus deinem Fokus. Also. Und du kannst dir das so vorstellen, was deine Vorstellungskraft kreiert, deine Gedanken. Und du machst den Fokus draus. Den Fokus, wie beim Brennglas, dass sich dieses Bild abzeichnet.
Und wenn du in diesem Kreislauf drin bist, dann entstehen daraus die Gefühle. Du fühlst dich dann entweder im Mangel oder in der Fülle, in der Verbindung mit deinem Wunsch. Und das ist dieses Prinzip, das du verstehen musst. Und dass du mit deinem Bewusstsein, mit deiner Vorstellungskraft, mit deiner Göttlichkeit ein Bild nach dem anderen produzierst, den ganzen Tag lang. Und dieses Bilderprojizieren ist eben manifestieren. Und du kannst nicht aufhören damit. Du machst es die ganze Zeit. Und wenn du nachts aufwachst, machst du es auch. Ja? Und dann dämmerst du vielleicht weg. Deswegen ist es so wichtig, womit du dich umgibst, womit du deinen Geist fütterst, damit du diese Bilder projizierst, die damit in Einklang stehen, was du haben möchtest. Und wenn du anfängst, immer wieder Bilder zu produzieren, wo du siehst, dass du zu wenig Geld hast, dass du Sachen nicht machen kannst, die du dir wünschst, dass du auf Dinge verzichten musst, weil diese ganzen Zweifel sich immer wieder abzeichnen bei dir in deinen Gedanken, in deiner Vorstellungskraft, und wirst du nie den Zustand erreichen, reich zu sein. Reich zu sein, in Fülle zu leben. Reich heißt eben auch einfach nur das zu haben, was du dir wünschst. Und du hast immer nur die Wahl. In einer dualen Welt hast du die Wahl zwischen 0 und 1, zwischen haben und nicht haben, zwischen sein und nicht sein. Und diese Wahl, jeden Moment, weil das Einzige, was du hast, jeden Moment deines Lebens in Richtung erfüllten Wunsch, in Richtung Fülle, in Richtung Erfülltheit zu treffen. Und das ist leicht im Urlaub und bei schönem Wetter und in schöner Gesellschaft und so weiter und so fort. Aber die Herausforderung ist, es so konstant und konsequent zu machen, dass du es auch kannst, dass du die Bilder produzierst, wenn sich im Außen gerade Dinge, Situationen zeigen, die unschön sind. Und dass du dann weißt, wie du damit umgehst in deinem Geiste, in deiner Vorstellungskraft, wenn da draußen Sachen sich zeigen, die du nicht weiter verfolgen willst, die du nicht weiter abbilden willst, die du nicht weiter reflektieren willst. Und genau das ist der Schlüssel zwischen der Türe zu dem erfüllten Wunsch und der Türe zum unerfüllten Wunsch. Und sich davon zu lösen, was sich gerade im Außen, was ich für Bilder sonst noch sehen kann. Weil es sind alle Realitäten, sind mir zur Verfügung. Aber ich sage, welche Realität ich wähle. Und das ist so einfach gesagt und das wird immer wieder gesagt. Das ist so einfach im Prinzip, aber in der Umsetzung. Es ist wahnsinnig schwierig. Es braucht Ausdauer. Es braucht dranbleiben. Es braucht Klarheit, es braucht Zweifelsfreiheit, dass es so funktioniert und dass ich quasi gegen besseres Wissen meines Egos denke. Ja, lass es mal auf der Zunge zu gehen. Du erlaubst dir, gegen besseres Wissen deines Egos zu denken. Dein Ego sagt dir immer wieder Sachen, das geht nicht, das darf ich mir nicht gefallen lassen, das ist unverschämt, deswegen muss ich mich wehren. Und so weiter und so fort. Und genau das ist wieder der Pfad, der dich wegführt, genau in die andere Richtung führt von dem, was du haben willst. Und das ist so wichtig zu erkennen und hier zu wissen, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um, wenn mir die äußere Realität, mein Bankkonto und die ganzen Menschen eine Realität spiegeln, etwas spiegeln, Bilder abbilden, die ich jetzt nicht mehr weiter projizieren will. Wie steige ich da aus? Wie projiziere ich, wie produziere ich diese neuen Bilder, diese neue Realität? Und zwar so immer wiederwährend und konstant, dass sich
hinterher für mich ein neues Leben ergibt, dass sich hinterher für mich ein neues Selbstkonzept ergibt, dass hinterher für mich alles neu ist. Und das ist genau das, was wir machen im Portal. Genau diese Umsetzung, genau diese Klarheit bekommst du, die du brauchst, genau diese Tiefe, genau diese Zweifelsfreiheit und dieses Dranbleiben und Dranbleiben und Dranbleiben. Und wenn du das mal über 2 Monate hinweg, so lange geht das Programm, wirklich gemacht hast und siehst, was sich im Außen dann alles bewegt, weil du es nicht machst, damit es sich im Außen bewegt, sondern weil du es machst, dass du im Innen so gefestigt bist, dass sich die Bilder, die du im Außen sehen willst, von selber ergeben. Das ist das Geheimnis von das Portal. Ich lade dich ein, die Woche, wir haben schon Mittwoch, Mitte der Woche, in dieser Woche wird der Preis steigen von 1555 auf 2222. Ich kann ja nicht sagen, wann es ist, es wird diese Woche sein. Deswegen melde dich bei mir, du kannst 20 Minuten bei mir buchen. Die 20 Minuten Session bezahlst du und wenn du nachher das Portal buchst, weil du sagst, yeah, das ist meins, das genau das brauche ich, genau das hat mir noch gefehlt und das sagen alle, die einsteigen, dann ich weiß es jetzt, es ist genau das, was ich brauche. Ich habe so viel probiert. Ja, die meisten haben viel probiert. Ich habe auch so viel probiert. Ich habe alles probiert. Deswegen weiß ich auch genau. Ja, deswegen weiß ich auch genau, was alles funktioniert und was nicht funktioniert. Und vor allem, ich weiß, warum es nicht funktioniert. Weil ich das Prinzip kenne, das funktioniert. Das Prinzip, das dich genau zu der Person macht, die das Leben lebt, zu leben willst. Und die Gefühle fühlt, die du fühlen willst. Und die Gedanken denkt, die du denken willst. Das Portal, du hast schon gefragt, machst du nochmal? Ich kann jetzt nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir nicht sagen, weil ich mache immer das, was dran ist. Und ich kann nur das machen, was meinem eigenen Wachstum, meinem eigenen Seinszustand im Moment entspricht. Und deswegen mache ich auch nie irgendwelche Redaktionspläne oder so etwas, sondern lasse mich komplett von dem Seinszustand führen, den ich anstrebe. Den ich anstrebe, nicht in dem ich gerade bin. Nein, den göttlichen Seinszustand, meine Wahrhaftigkeit, das führt mich. Also ihr Lieben, meldet euch bei mir. Es ist der Moment. Es ist wirklich der Moment. Wenn wir die Veränderung in uns verankern, dann muss sich die Welt verändern. Bis dann.